Mitten im Naturschutzgebiet von Grömitz liegt das Restaurant Zur Düne. Hier empfängt mich Thomas mit dem Dünenflirt. Ob das jetzt das Gericht ist oder seine Philosophie, werden wir gleich sehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal mit ihm eine Runde kochen. Ich bin hier im Restaurant Zur Düne, direkt am Strand, ein wenig abseits von Grömitz, in Richtung Lenzer Strand. Und wir kochen heute das Gericht Dünenflirt. Thomas. Ja. Ich hoffe, es hält, was es verspricht. Ich hoffe es auch. Erzähl mir mal, was beinhaltet das? Also das ist frisches, schönes nordisches Lachsfilet auf Gnocchis mit einer Tomaten-Basilikum-Soße, Mozzarella-Perlen, paar Cherry-Tomaten und schön Basilikum. Etwas Leichtes, Sommerliches für die Küche. Wollen wir es mal kochen? Ja, gerne. Zeigst du mir, wie das geht? Na klar. Wir fangen mal mit der Tomatensauce an. Ja, die ist so ein bisschen, ich habe die Zutaten so ein bisschen vorbereitet. Das ist wunderbar. Wir nehmen da ein bisschen, halt, das ist das Verkehrte, für die Tomatensauce etwas Olivenöl. Ja. Dann habe ich hier schon mal Roma-Tomaten geschnitten. Also ganz normale. Ja, schön saftige Tomaten. Dann ein wenig Schalotten. Das Fett nicht zu heiß werden lassen. Die Zwiebeln schwitzen wir leicht an. Nehmen wir mal ganz gern Schalotten, weil die vom Geschmack etwas kräftiger sind. So, dann nehmen wir die Tomaten. Ja. Und ich habe vorweg schon ein paar Tomaten püriert. Die geben wir auch noch zu. Also einfach, hast du die vorher gekocht oder hast du die roh püriert? Die sind roh püriert. So, jetzt gebe ich da noch ein wenig Wasser zu. Ja. Und ein wenig geschnittenen Knoblauch. Ein wenig. Ein wenig? Ja. Mhm. Flirten heißt ja nicht gleich küssen. Nee. Deswegen kann da gerne ein bisschen Knoblauch rein. Ich glaube, küssen ist in der auch nicht mehr drin. Nein, muss es auch nicht. So, und das lassen wir jetzt etwas köcheln. Wir können je nach Geschmack auch gerne noch ein bisschen Weißwein zugeben. Das zieht die Säure der Tomate noch ein bisschen hoch. Mhm. Und am Ende können wir ein bisschen Zucker zugeben, falls die Säure zu stark ist. Und das lassen wir jetzt köcheln, weil die Kräuter bzw. den frischen Basilikum geben wir ganz am Schluss zu. Sonst verkochen die, ne? Genau, und der Geschmack ist weg. Und das lassen wir jetzt einfach so eigentlich eine halbe Stunde köcheln. Okay, ja, das war ja schon mal einfach. Genau, ganz einfach. So, dann stelle ich die mal nach hinten. Und am Ende wird sie dann noch, wenn die Soße fertig ist, wird sie püriert, durch Sieb gegossen und je nach Geschmack, wenn die Konsistenz nicht so ist, wie man sie haben möchte, kann man sie leicht mit Maismehl noch etwas andicken. Muss man aber nicht. So, dann nehmen wir das Lachsfilet, was ich auch schon mal vorbereitet habe zum Schneiden. Würzt das ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Also du würzt es vorher? Ja, ich würze es vorher. Ich gucke manchmal Kochsendungen und es gibt unterschiedliche Auslegungen, ob man es vorher oder hinterher würzen soll. Ja, aber was ich nehme zum Beispiel, weil unser Fisch eigentlich immer frisch ist, nehme ich keine Zitrone. Ah, okay. Na, das brauchen wir nicht, weil unser Fisch ist echt frisch. Man kann hinterher auch noch ein bisschen salzen, aber ich würze immer ganz gerne ein bisschen vorher. Vielleicht ist das auch die Generation, dass wir es damals noch so gelernt haben und man behält das.
die Jüngeren, die kochen vielleicht anders. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das ganz gut ist vorher ein bisschen. Weil das Gewürz dann auch in den Fisch reingeht. Ne? Okay, und jetzt hast du es meliert. Genau, leicht meliert. Und dann nehme ich etwas Holsteiner Rapsöl. Man könnte wahrscheinlich auch jedes andere nehmen, ne? Ja, was die Hitze verträgt. Aber ich finde Holsteiner Rapsöl eigentlich ganz schön. Ja. Man bekommt jetzt auch hier von den Bauern aus der Region, die selber pressen, wunderbares Rapsöl. So. Und in einer anderen Pfanne nehme ich wieder ein wenig Olivenöl für die Gnocchis. Warum nimmst du jetzt Olivenöl für die Gnocchi und nicht Rapsöl? Weil der Geschmack an den Gnocchis, finde ich Olivenöl viel angenehmer als Rapsöl. Und ich auch nicht diese starke Hitze brauche, wie beim Fisch anbraten, weil sie einfach nur angeschwenkt werden. Es kommt nachher frischer Basilikum dazu. Und deshalb ist Olivenöl für mich die bessere Wahl als ein anderes Öl. Habe ich als Hausfrau wieder was gelernt. Starke Hitze, kein Olivenöl. Nein. Nehmen, sondern lieber Rapsöl. Olivenöl ist zu schade für starke Hitze, soll ich immer. Okay. So. Reinmachen? Ja, ein bisschen noch, alle nicht. Ich habe dir ein paar übergelassen zum Probieren. Oh, das ist nett von dir, danke. So. So. So, jetzt legst du den Lachs drauf. Ja, vielen Ich halte die Platte. Du hältst und ich Ja, kriegst das hin. Oh Gott, weiß ich nicht. Da oben drauf? Genau, drapierst du oben drauf. Warte mal, ich will da nur nicht mehr den. Jetzt bricht es. Das Achtung. Macht nichts. Das, oh. Ihr bekommt das natürlich in schön. Das ist nur, schön. Weil Thomas mir gezeigt hat, dass der Garpunkt erreicht ist. So. Oh. Zack. Zack. Schön. So. Das hast du schön gemacht. Passt doch, ne? Jetzt möchte ich es aber bitte auch essen. Ja, kannst du. Ich finde, das ist ein richtig sommerliches Essen. Das Lachsfilet, die Gnocchis, eine leichte Tomatensauce. Frauen mögen sowas. Also auch selbst Frauen, die nicht so gerne Fisch essen, würden das Gericht bestellen, weil Lachs geht fast immer, sag ich. Es ist ein leichtes Essen, es ist ein sommerliches Essen. Und wie gesagt, es ist leicht nachzukochen für die Damen, die es mal zu Hause ihrem Mann machen möchten. Und dann können sie auch richtig flirten mit dem. Nur nicht, wenn da so viel Knoblauch drin ist. Ja, das ist extrem wenig. Der Gerte isst ja mit. Aber ein bisschen Knoblauch muss da schon ran, damit die Tomatensauce, dass das alles ein bisschen kräftiger ist und ein bisschen schöner schmeckt. Soll ja auch ein bisschen authentisch sein, ne? Und keine Allerwelts-Tomatensauce. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Also, liebe Frauen, ihr seht, Thomas ist ein absoluter Frauenversteher. Dieses Gericht passt einfach wie Faust auf Auge zu ihm. Wenn ihr es nachkochen wollt, findet ihr natürlich wie immer das Rezept hier. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. Guten Appetit wünsche ich dir, Simone. Vielen Dank. Gerne.